Leute, und willkommen zu meinem Weekend-Vlog. Ich habe gerade meine Haare gewaschen, weil ich muss jetzt zum Friseur. Ich habe Angst, weil früher hat meine Mama meine Haare geschnitten und die müssen jetzt dann wieder geschnitten werden. Und meine Mama kann keine Curtain Bangs schneiden und ich muss die halt immer hier so anpassen lassen. Und ich habe Angst, dass sie zu viel von meinen Spitzen abschneiden, weil jeder Einzelne, mit dem ich bis jetzt gesprochen habe, meinten, die Friseure schneiden so viel Spitzen ab. Und ich hoffe einfach, dass sie das gut kann, die da jetzt ist beim Friseur. Ich werde jetzt auf jeden Fall schnell meine Haare föhnen, weil ich muss mich jetzt beeilen, damit ich nicht zu spät komme. Und da müssen wir los. Wünscht mir Glück, dass meine Haare nach diesem Termin noch dran sind. Leute, wisst ihr noch, letztes Mal, als ich beim Friseur war, das erste Mal, war Anni sogar mit dabei. Jetzt muss ich alleine gehen. Wish me luck. Leute, die Friseurin war so lieb, die hat ganz wenig nur abgeschnitten. Weil ich habe ihr so gesagt, ja, also jetzt nicht so viel abschneiden. Dann ist sie so, nee, nee. Und wir haben halt ein bisschen die Spitzen geschnitten und das hier angepasst. Und jetzt sind die, weil es regnet, komplett platt und so. Zeige ich das später nochmal genauer, wenn ich jetzt hier die Mütze nicht auf meinem Kopf habe. Dann sehen die nochmal gestylter aus. Man sieht mehr Unterschied. Und jetzt gehen wir hier noch so zum Ohrringladen, weil da kann ich mir mein Ohr noch stechen lassen. Weil auf der Seite ja zwei. Sieht man jetzt nicht gut und hier nur eins. Und deshalb wollte ich hier das zweite nochmal stechen lassen, weil das ist bei mir zugewachsen. Und deshalb schaue ich jetzt mal, wie das hier ist. Wir sind schon da. Es gibt so einen süßen Ohrringladen in Palma, Hey Love. Das ist keine Werbung, aber wenn ihr mal hier seid, müsst ihr unbedingt hingehen. Oh mein Gott, Leute, ich habe diesmal gar nichts gemerkt. Oh, that's it. That's it. Oh, okay. Oh, perfect. Does it do it? Yeah, looks good. Yeah, thank you. Meine Haare. Das ist das große Ergebnis, Leute. Nein, ich würde gleich mal, das zeige ich jetzt nochmal, aber wir sind jetzt gerade essen, weil es schüttet draußen. Deshalb sind meine Haare jetzt auch wieder nass geworden. Aber wir essen jetzt hier erstmal was. Leute, guck mal, mein Kakao ist zu schade, um den zu zerstören. Ich mach's trotzdem, ich hab Hunger. Hallo, wir sind jetzt wieder zurück. Wir waren noch shoppen und Lindy Maus ist auch jetzt hier. Hallo. Sie ist, glaube ich, meiner neuen Frisur gar nicht aufgefallen. Warum siehst du gerade so böse aus, Lindy? Sag hallo zum Vlog. Auf jeden Fall wollte ich euch jetzt mal eine neue Frisur jetzt mal zeigen, also wie meine Haare jetzt aussehen. Ich kann mal einen Platz suchen, wo ich die Kamera gut abstellen kann. Vielleicht hier. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe einfach hier meine Curtain Bangs, meine Strähnen hier vorne nachgeschnitten und dann hier das alles so angepasst. Und hier unten ist halt jetzt ein bisschen kürzer, weil... Bin ich mich zu raus? Sind wir da kurz rauslassen. Das hier habe ich geholt, hier bei Zara. Ich finde, die hatten schöne Sachen. Warte, ich glaube, hier kann ich euch hinstellen. Also einmal habe ich das hier gekauft. Das ist so ein etwas längeres T-Shirt, weil ich suche mal T-Shirts, die ich so in meiner Hose stecken kann und in einem Pullover. Das war in so einer schönen beigen Farbe hier. Und ich glaube, das macht so eine gute Figur, weil es ist hier so ein bisschen tailliert. Und dann habe ich den Sweater hier gefunden. Der ist aus so einem ganz dick gehäkelten Stoff. Und der hat so etwas kürzere Ärmchen, fand ich ganz süß. Kann man dann auch mal irgendwo über so einen Top anziehen. Weil sieht man das Top dann hier noch durch diese großen Häkellöcher. Und ich glaube, der ist sehr gemütlich. Dann den Pulli hier. Der hat so Trompetenärmel. Also die gehen hier unten so auseinander. Auch aus so einem gestrickten Stoff. Und die hatten viel in so Beige da, aber das fand ich eigentlich auch ganz schön. Und dann habe ich überall Pink gesehen und Leute, ich musste was Pinkes mitnehmen. Den Body hier habe ich nicht bei Zara gekauft, sondern bei H&M. Das ist einfach so ein normaler Body und der hat hier, wartet, noch so ein bisschen so eine Schnürung. Nicht Schnürung, wie nennt man das? Der ist hier so ein bisschen zusammengezogen. Fand ich sehr süß. Kann man irgendwie dann so in der Jogginghose reintun. Da habe ich auch das T-Shirt, das ist das gleiche wie gerade eben in Beige, nur in Grau. Halt auch so ein bisschen länger. Und die Ärmchen sind nicht so lang, also die sind hier so abgecuttet. Und dann noch die rosa Jogginghose hier. Das ist so schön, das Rosa jetzt, also ich liebe Rosa. So, in so einem Babyrosa. Ja, auf jeden Fall, das war, was ich gekauft habe. Mini-Haul von Zara und H&M. Und ja, jetzt muss ich ein Outfit finden zum Essen gehen. Leute, hier seht ihr meine vegetarischen Tacos und meine Trüffelpommes. Die sind so lecker. Guck mal, der süße Hund. Zum Nachtisch gab es Mango-Eis und Schokoladeneis. Auch 10 von 10.
Hallo, schon der nächste Tag jetzt. Wir waren gestern noch essen, danach hatte ich irgendwie vergessen zu vloggen, weil wir danach direkt ins Bett gefallen sind. Und jetzt habe ich mich gerade fertig gemacht, ich muss mich ein bisschen beeilen, weil meine Eltern wollen jetzt schon frühmorgens zum Markt gehen. Und ich dachte, ich nehme auch ein bisschen mit, weil da gibt es auch so ein paar andere coole Sachen, nicht nur so Obst und Gemüse und so, sondern auch so ein paar Home-Decoration-Sachen. Und ja, das ist mein Outfit. Ich zeige es mal kurz. Nicht das Chaos hier beachten, bitte. Sieht so schlimm aus. Überlegen meine Klamotten rum. Mein Bett ist noch nicht gemacht. Das ist sehr unordentlich. Ich muss gleich erstmal aufräumen, wenn ich wiederkomme. Aber der Markt hat nur bis halb eins, nee, bis eins auf. Deswegen müssen wir uns jetzt beeilen. Das ist mein Outfit of the Day. Einfach diese Low-Waist-Jeans hier. Dann habe ich hier drunter so ein Langarm-Shirt. Und darüber meine braune Sweatshirt-Jacke. Ja, doch die Kette an hier. Und jetzt muss ich schnell runtergehen. Meine Sonnenbrille noch. Ich muss mich selber ein, muss mich noch in Taktlinsen reintun und dafür habe ich nie Zeit. Ziehe ich irgendwann meine Sonnenbrille jetzt auf. Schön, sieht das aus, Mari. Aber ein Parfüm kann ich noch drauf tun. Für den Markt, fürs Obst und Gemüse. Leute, macht nicht den gleichen Fehler wie ich und geht hungrig auf den Markt. Da gibt es so viele Essenssachen. Hier hat Papa noch ein paar Orangen gekauft. Und da bin ich, Hallöchen. Wir haben uns ein bisschen umgeschaut, es gab echt viele Sachen hier. Und dann haben wir endlich was gegessen. Es gab nämlich so leckere Krapfen und die musste ich probieren. Hola! Oh, meine Kamera fällt. Ah! Hola! Wir sind zurück vom Markt. Habe ich ein paar Ausschnitte reingemacht. Wir haben uns ein paar Sachen angeguckt, wie diesen Korbmacher. Da gab es so schöne Korblampen, nur wir wussten nicht, wo wir hinhängen sollen. Deshalb haben wir keine gekauft. Es gab auch richtig viel Obst. Wir haben Orangen mitgenommen und die waren so saftig. Da kam so viel raus. Machen jetzt einen Taste-Test. Oh, das war richtig gut. Und ich habe gerade Leggings anprobiert. Ich habe mir neue Leggings bestellt, weil es gibt ja so Leggings, die haben unten so Flair, die gehen so auseinander. Und davon habe ich mir mal eine bestellt, weil ich mal gucken, wie das aussieht. Und ich habe gemerkt, die ist viel zu lang. Da würde ich die ganze Zeit drauflaufen. Aber ich finde die so schön, deshalb bestelle ich mir nur mal in einer kleineren Größe. Und dann schaue ich mal, weil die ist hier sehr, sehr gemütlich und so. Und ich glaube, sieht ganz cool aus. Das ist mal so eine Abwechslung, wenn das hier unten noch so ein bisschen auseinander geht. Jetzt müsste ich eigentlich theoretisch meine Erdkunde-Präsentation machen und Hausaufgaben machen und Vokabeln lernen. Aber weil gerade noch so schöne Sonne ist und generell es heute extrem warm ist, dachte ich mir, mache ich jetzt erst noch eine kleine Sonnenrunde. Sonnenrunde, was laber ich? Ich wollte sagen, dass ich jetzt noch kurz erstmal rausgehe in die Sonne. So, es ist schon mal später jetzt, aber ich bin gerade nochmal hier in diesem kleinen Supermarkt, weil ich suche eine Leinwand, weil ich wollte meiner Oma zum Geburtstag ein Bild malen, sie hat bald Geburtstag. Und jetzt suche ich eine Leinwand, die in meinen Körper passt. Soll ich die nehmen? Ich glaube, Farben, Pinsel habe ich noch alles, aber ja, wie soll ich mich hier entscheiden, Leute? Leute, guck mal, die sieht aber gut aus. Kennt die einer von euch? Die ist neu, Veggie Mix, die nehme ich jetzt mit. So, ich bin zurück zu Hause und ich bin jetzt hier bei Max. Oh, meine Kamera ist ein bisschen wackelig. So geht's vielleicht. Also, ich bin Max eingerichtet, weil ich möchte meinen Schreibtisch nicht voller Farbe machen. Aber ich habe jetzt hier mein Atelier bekommen. Ich mache jetzt erstmal hier diese Leinwand auf. Ich habe mir bei Pinterest eine Vorlage rausgesucht, was ich so ungefähr machen will. Ich fand das irgendwie ganz cool und das könnte ich vielleicht noch hinbekommen. Ich zeige euch mal kurz meine Inspo. Ich weiß nicht, ob ich auch da so Love You More drauf schreibe. Mal gucken, aber so wollte ich es auf jeden Fall machen, auch mit so einem pinken Background. Und ja, jetzt mache ich hier mein Satisfying Unboxing, ASMR. Früher habe ich voll oft gemalt, mein Opa hat auch mal gemalt. Jetzt bin ich wieder back. Okay. Ich hoffe, ich verkacke das jetzt nicht. Oh, 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 oh. Trust the process. Irgendwer, der jetzt hier gut malt, denkt sich wahrscheinlich gerade, oh Gott, was macht die da? Aber Leute, ich werde es hinkriegen. Ja. Ich glaube, ich muss das mal ohne Kamera machen, sonst bin ich mir etwas gestresst, Leute. Ich zeige euch das bitte irgendwann, wenn es fertig ist. Aber ich glaube, es wird ganz cool. Also, ich habe jetzt hier gerade schon mal so versucht, den Background zu machen. Ich mache da noch ein bisschen Weiß mit rein, weil ich glaube, ich will es noch ein bisschen heller haben. Und ja, ich glaube, ich mache jetzt aber Schluss für heute mit dem Vlog.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr könnt gerne einen dicken Daumen nach oben da lassen, falls ihr Lust habt. Würde ich mich freuen. Und jetzt geht's los. Shoutout of the day. Yay. Heute grüße ich Leni. Leni hat geschrieben, hey Mavi, ich liebe deine Videos und auch wenn mein Tag schlecht angefangen hat, aber dann gucke ich einen deiner Videos, bin ich glücklich und kann lachen. Bleib so, wie du bist toll, Leni. Ganz liebe Grüße an dich, Leni. Es freut mich, dass ich dich zum Lachen bringe. Ich hoffe, dieses Video bringt dich auch zum Lachen. Und ja, abonniert auch sehr gerne meinen Kanal, Leute. Einfach auf diesen roten Abonnieren-Button und drücken. Und dann seid ihr in der Mavi Family. Okay, ich mache jetzt immer ein bisschen weiter. Tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal. Adios.